9-Euro-Ticket-Abenteuer vor 2 Minuten von Jules. Ich bin der 1246. Aufrufer. Ja, es geht eine halbe Stunde. Ich würde sagen, let's fucking go. Es gab diese Idee, eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Ich glaube, ich bin der allererste von allen, die auf dieses Video reagieren. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Oh, das Video ist ein bisschen laut. Die zu groß für sie sind. Ganz kurz, bevor es weitergeht, an sich ist das ein geiles Konzept gewesen mit dem 9-Euro-Ticket, aber Bahnfahren hat echt keinen Bock gemacht in der Zeit. Es war immer randvoll. Das mit Silk war schon funny. Wir befinden uns im Jahr 1995. Alle Menschen sehen so aus, als würden sie im heutigen Berlin wohnen. Mein Nachbar Totoro ist der angesagteste Kinderfilm, der im Fernseher läuft. Und Technik befindet sich, wir sagen mal, in einer Findungsphase. So sieht das neueste Gerät aus. Auch 1995 habe ich meine früheste Erinnerung. Also ich bin ja 92 geboren. Und 95 habe ich auf der NES Super Mario Bros. Gespielt. Und daran kann ich mich sogar noch erinnern. Gaming ist angesagt wie noch nie zuvor. Und die neue, ultra-realistische Grafik lässt Kinder krank vor den Konsolen ihr Herz aufgehen. Nintendo 64 kommt. Das war ich. Nintendo 64. Die Deutsche Bahn, auch damals schon relativ unpünktlich. Die Verspätung stolze 17 Minuten. Führt ein sogenanntes... Ich muss sagen, guck mal, das ist so das Schlimmste damals gewesen. 17 Minuten ist die Bahn zu spät gekommen. Oh nein! Digga, heutzutage bin ich froh, wenn die Bahn überhaupt kommt. 17 Minuten. Führt ein sogenanntes schöne Wochenende-Ticket ein. Für unschlagbare 15 Mark kann man mit 5 Personen 2 Tage lang überall in Deutschland hinreisen. Und wie zu erwarten, stürmten daraufhin Millionen von Menschen auf die Zugverbindungen, um irgendwie an einem schönen Fleckchen Erde ihren Urlaub zu genießen. Das Dosenbier haben sie sich mitgebracht. Überall sitzen junge Leute. Ach, wie cool, diese alten Aufnahmen. Der Suchtnetz ist im Moment keine Verbindung. iPhone 34, also Rechner mindestens raus und nach einer Alternative gesucht. Windows 0. Unsere Arbeit bei Vollzügen ich kann jede Pfeife... versteht ihr, Leute? In vollen Zügen genießen halt ein dummes Maul. Nachpfeifen. Das Ticket wurde über die Jahre dann immer teurer, bis es dann 2019 komplett abgeschafft wurde. Ja. Und ein Jahr später kam Corona. Bam, überall ploppten diese komischen Zeichen über den Köpfen der Menschen auf und jeder lief plötzlich mit dick gepanzerten Anzügen rum, genau, um so sich war vor das dem sofort tötenden Virus zu schützen. Mein Sohn fängt an, grün zu genau leuchten. So war das. Also ich weiß nicht, wie ihr es in Erinnerung habt, aber falls ihr da eine andere Vorstellung von 2020 habt, dann ist das einfach der Mandela-Effekt, da muss ich euch enttäuschen. Meint ihr, er hat Corona? Vielleicht sollten wir auf die Türme schießen mit der gefährlichen 5G-Strahlung oder sie am besten gleich alle abfackeln. Ich bin zwar im 2. Monat vom Lockdown, aber ich werde dieser Zwiebel widerstehen. Toilettenpapier wurde plötzlich so selten in den Märkten wie schwarze Materie. Ich kann eh nicht krank werden. Das mit dem Toilettenpapier war einfach nur mega dumm. Also ich verstehe es bis heute nicht. Warum hat man dieses Klopapier gehamstert? Und warum hat man dann einen Monat später Nudeln gehamstert? Denn ich habe die Anti-Corona-Matratze. Und wie wär's, wenn wir die Klopapierpakete horten und dann für viel Geld, ja, auf what eBay the fuck? Anbieten? Und es hat auch noch funktioniert. Ein einziges Klopapier. Ja, das sind halt alles eben so Dinge, die man während einer Pandemie so macht. Zusammengefasst, ja, die komplette deutsche Wirtschaft ist ausgelastet. Und dazu stiegen dann noch 2022 die Energiepreise. Und doch dann kam die deutsche Regierung auf eine geniale Idee, um den Bürgern zu helfen. Dem 9-Euro-Ticket. Für die 3 Monate von Juni bis August soll man für nur 9 Euro jeden Regional- und Nahverkehrszug benutzen dürfen. Das Ticket sollte den Bürgern... Ja, genau so leer sah es da aus. Genau so. ...benutzen dürfen. Das Ticket sollte den Bürgern finanziell etwas unter die Arme greifen und als Belastungstest für die Deutsche Bahn dienen. Und zu zeigen, was der ÖPNV alles kann. Der und kann gar nichts. Ich habe buchstäblich wegen der Deutschen Bahn einen Führerschein gemacht. Ich habe einen Führerschein gemacht dieses Jahr, weil ich keinen Bock mehr auf die Deutsche Bahn hatte. Unironisch. Vor allem sollte das 9-Euro-Ticket eines, und zwar ein Anreiz für die Autofahrer sein, um endlich mal etwas mehr mit dem Zug zu fahren und weniger den Straßenverkehr zu nutzen. Tatsächlich eine ziemlich gute Idee, um etwas für das Klima zu tun. Jedoch gibt es dafür auch andere, ja, Methoden. Denn Deutschland wird zu derselben Zeit von einer großen Welle... Guck mal, Welle natürlich, also versteht mich nicht falsch, natürlich sind öffentliche Verkehrsmittel eine umweltfreundliche und gute Alternative zu den Autos. Und das sollte man auch so sehen. Aber bei der Deutschen Bahn, da sehnt man sich nach einem Auto, was soll ich sagen?
gerade an Klimaprotestanten getroffen. Und ich will hier jetzt kein politisches Fass aufmachen oder so. Ich sage nur, dass die Aktionen von Aktivisten manchmal verdammt lustig anzusehen sind. Das stimmt. Seit Samstag sitzen 13 Wissenschaftler im Gefängnis. Das war so ein witziges Video. Schwarze Farbe an eine vor leere allem, Wand werfen. Warum nimmt man das nicht einfach neu auf, so what the fuck? Mit orangenem Pulver ein paar Blumen zerstören. We're asking the government. Gebt der Oma eine Gehaltserhöhung. Rote Beetesaft eine Treppe runterschütten. Einen Teller mit Obst fallen lassen. Damn bro, that's crazy. Sich in einem Öltransporter festkleben, nur um danach zu bemerken, dass in dem Transporter... Das sind einfach die Leute mit Internet Explorer. ...da eigentlich nur harmloses Speiseöl transportiert wird. Yeah, but that's cooking up. Wir haben nicht genügend Steine, my lord. Mit Fahrrädern auf einem Flughafen rumfahren. Boah, das stelle ich mir aber irgendwie geil vor. Die wilden Kerle. Können wir die nicht einfach überfahren? Du hast da übertrieben viel Platz. Manchmal, also wenn ich so im Flugzeug saß und du siehst, diese ganze Fläche, wo die Flugzeuge starten, die ist riesig. Und jedes Mal denke ich mir, boah, ich fahre zwar kein Longboard mehr, aber da mit dem Longboard durchfahren, das macht bestimmt Fun. Nee, kann ich leider so nicht akzeptieren. Sich selber auf die Straße kleben und dann wochenlang mit einer Hand aus Beton rumlaufen. Edward mit den schweren Händen. Schere, Stein, Papier. Mist, wieder verloren. Seinen eigenen... Ich muss sagen, das mit den Kleberklebern tut mir so ein bisschen leid, weil an sich haben die ja recht. So an sich steuern wir auf eine Klimakatastrophe zu und wir sollten etwas dagegen unternehmen. Aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Diskurs ist. Also ich weiß nicht, ob das so den Großteil der Menschen überzeugt. Die Frage überlasse ich euch. Protest ankündigen. Ich selbst werde jetzt am Freitag in den Sicherheitsraum des Berliner Flughafens gehen und damit dafür sorgen, dass der Flugverkehr gestoppt werden muss. Nice. Das hat gut funktioniert. Tomatensuppe auf ein Gemälde von einer Blume werfen. Ich werde dich rächen, Mr. Van Gogh. Sich festkleben und danach die Kleberpackung in den Gulli werfen. What if you... Ich frage mich nur, was das jetzt mit dem 9-Euro-Ticket zu tun hat. Aber ja, ich meine, das Video geht 31 Minuten, deswegen kann man das auf jeden Fall noch mit reinklatschen. When they go to heaven, the gods at... Klimaschutzprotest. Sich an einem Dirigentenpult festkleben und dann vor den Augen von tausenden Menschen einfach in einen Abstellraum getragen werden. Boah, sich krass, in einem Durchfahrtstor vom Bundestag festkleben, was gar nicht mehr verwendet wird. Oh shit, holt mich jemand ab. Oder man sorgt dafür, dass Bahnfahren billiger wird. Und das bewirkt damit, crazy, dass die ganze Umwelt von den steigenden Bahnfahrten profitiert, weil somit mehr Leute klimafreundlich von A nach B kommen können. Und so lag der Start des 9-Euro-Tickets nur noch einen Monat entfernt. Und eine Person macht einen schwerwiegenden Fehler. Der Pressesprecher von Sylt namens Moritz Luft sagt... Ich habe das Video gesehen. Das Interview hat alles, also das war wirklich das Dümmste, was man vor laufender Kamera sagen konnte. Dass das 9-Euro-Ticket nun offiziell beschlossen wurde und sagte der deutschen Presse, dass die Touristeninsel Sylt ressourcenmäßig nicht optimal für das 9-Euro-Ticket ausgerüstet wäre, man sich vor einem Ansturm zu vieler Touristen fürchten würde und die Leute doch möglichst... Warum musste er das in der Öffentlichkeit ansprechen? Warum hat er gesagt, yo, wir haben keinen Bock, dass irgendwelche Punks kommen und unser wunderschönes Sylt zerstören. Digga. Die Trolle, die ich rief. Reiseziele ausweichen sollten. Und so wurden in den kommenden Tagen zahlreiche Artikel... Ja, und diese ganzen Artikel haben es noch schlimmer gemacht. Das muss teilweise Absicht gewesen sein. In Tagen zahlreiche Artikel veröffentlicht über den einzigen Ort in... Ja, das war quasi ein Traut euch, kommt zu mir. Stand, der den Medien vermitteln möchte, dass er Angst vor zu vielen Besuchern haben würde. Und um darauf Folgendes zu erklären, brauchen wir einen kurzen Ausflug in die Verhaltenspsychologie. Der sogenannte Streisand-Effekt besagt, dass man bei dem Versuch, eine Information oder Tat zu unterdrücken, genau das Gegenteil erzielt. Genau. Zurückgehend auf die Schauspielerin so Barbara Streisand, die 2003 einen Fotografen anklagte, der ein Foto ihres Hauses ins Internet stellte. Das Ganze bekam eine riesige mediale Aufmerksamkeit und jeder Mensch wusste plötzlich, dass dieses eine Bild ihr Haus in Kalifornien zeigte. Ein Bild, was davor von gerade mal 6 Menschen runtergeladen wurde. Auch genannt schlafende Hunde. Das ist so wild, wenn man darüber nachdenkt. Sei es Beyoncé. Hey Leute, ihr solltet euch echt nicht die Ketten kaufen, die heute rausgekommen sind. Das wäre... Boah, das wird mich so nerven, wenn ihr jetzt heute noch diese Ketten kauft. Die auf der Bühne in einer sehr unglücklichen Pose von einem Fotograf abgelichtet wurde und daraufhin dann das Bild aus dem Internet entfernen lassen wollte. Nur damit diese Bitte dann von hunderten Medien aufgegriffen wird und es auf anderen Social Media Plattformen zum lang bestehenden Meme des Jahres wurde. Das sieht aber auch schlimm aus. China, die auf ihren Social Media Plattformen das Wort
Kubota, Beijing. Banden, nachdem zahlreiche Leute den Präsidenten von China mit der jahrealten Cartoon-Figur aus den 70ern verglichen. Seid ihr hier auch Gefangene? Ein paar Leute haben behauptet, Hu sehe aus wie der chinesische Präsident. Oder das Weiß-Magazin, welches Leute im Internet ernsthaft darum bat, doch bitte keine Memes aus dem politischen This is America Musikvideo zu machen. Wow, was kann da schon schief gehen? Aber manchmal denke ich mir, also jetzt mal ohne Spaß, man weiß doch, wie das Internet irgendwo funktioniert. Man schreibt das, also man schreibt so etwas und denkt sich so, ja, jetzt werden die aufhören. Also Leute, sendet auf keinen Fall Fußbilder an diese E-Mail. Und jetzt nehmen wir den Artikel mit der Aufschrift Sylt in Angst vor den 9-Euro-Urlaubern, der ganz unschuldig an einem sonnigen Mai-Nachmittag seinen Weg in das große und weite Internet fand. Ticket dann kaufen, ging es los. 9 Euro. Henrietta und Justus die Sommerfrische verderben? Unbezahlbar. Und ab hier gab es kein Zurück mehr. Der Artikel verbreitete sich einmal auf Twitter wie ein riesiges, unaufhaltbares Lauffeuer. Und so wurden in Höchstgeschwindigkeit zahlreiche Memes erstellt über den bevorstehenden Sylt-Ansturm. Wirklich alles war dabei. Der Kampf um Mittelerde wurde plötzlich zum Kampf um Sylt. Die riesige World War Z Zombie-Horde an Kollegen. Ich habe so viele Tweets darüber angeguckt, Alter. Das tut mir natürlich so ein bisschen leid für Sylt und für die Einwohner. Aber das waren nun mal die Geister, die sie riefen. Was soll man sagen? Sylt-Sturm werden. Sylt 2022 wird das Festival des Jahrhunderts. Ja, Wacken ist jetzt einfach auf Sylt. Der Zug mit den Leuten, die nach Sylt fahren, um dort reiche Menschen zu essen. Oh, ist das geil. Das deutsche Area 51, um auf der Insel BWL-Justus zu befreien. Reiche auf Sylt. Gisela und Harald, wie sie ihren Strandkorb von Proleten verteidigen. Ach, die armen, reichen Sylter. Ich habe noch so ein anderes Interview gesehen. Ich glaube, das hat alles noch schlimmer gemacht. Wie irgendein reicher Boomer auf Sylt vor der Kamera gesagt hat, ich habe keinen Bock, dass diese ganzen linken Punks hier hinkommen und Radau machen und Vandalismus betreiben und unser wunderschönes Sylt zerstören. Und dieses Video ging ultra viel rum auf Twitter. Müssen. Die Buben und ich auf dem Weg mit 5 Nuller Dosen, wie um dort reiche Menschen zu belästigen. Ja, du fährst nach mir auch. Sylt, ich komme! Zahlreiche Starter-Packs, Festival-Flyer und To-Do-Listen wurden für den heraufbeschworenen Sylt-Urlaub gepostet. Zahlreiche Boomer erhoben ihre Hände und leisteten so ihren Beitrag lustig. Mit Fiesefinkern, so mit der Frosch-GIFs und Lach-Emojis unter den Twitter-Beiträgen. Hashtag Sylt landete erstmals in den Twitter-Trends. Und plötzlich machte sich die Deutsche Bahn über die Sylt-Idee lustig. Wie musst du dich als Sylt-Boomer fühlen, wenn selbst die Deutsche Bahn mitmacht? Ich hasse die Deutsche Bahn übrigens immer noch. Also, das war eine witzige Aktion, aber trotzdem scheiß Deutsche Bahn. Über die Sylt-Idee lustig. Ja, eine Stunde danach folgte dann der offizielle Arte-Twitter-Account. Dann Dr. Oetker. Für Kuchen und Sylt. Einfach Dr. Oetker. Und dann schrieben die Mainstream-Medien Artikel darüber, dass Leute mit dem 9-Euro-Ticket Sylt stürmen werden. Inklusive satirischen Postillon-Artikeln, die behaupten würden, die Sylter hätten den Bahndamm bereits gesprengt. Es wird Postillon ausgesprochen? Ich hab immer Postillon gesagt. Aber ich bin auch ein bisschen dumm. Um Touristen fernzuhalten oder die Züge wären bald mit Sitzen auf den Dächern ausgestattet, um mehr Platz zu schaffen. Und Tage später war dann das ganze Internet voll damit. Voll mit neugeborenen Memes, welche sich über die Tage durch jegliche Social-Media-Plattform zogen. Oder Fernsehsender, die zeigten, wie man am besten mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt kommt. Das ist so lustig, dass die Sylter sagen, bitte tut es nicht. Und jeder andere damit macht, sei es die Deutsche Bahn, sei es die Tagesschau, CDF. Jo, ihr wollt alle nach Sylt? Passt auf, so und so kommt ihr am schnellsten dahin. Viele befürchten, dass mit dem 9-Euro-Ticket ab morgen das hier eintreffen wird. Und am 1. Juni 2022 war es dann schließlich soweit. Das 9-Euro-Ticket ging live auf jeglichen Servern in Deutschland. Doch erstmal Werbung. Endlich der berüchtigte Cola-See. Stopp! Hier trinkt keiner ungesunde Softdrinks. Warte mal, ist das etwa
Okay, das ist funny. Lieber aus der Air-Up-Flasche, dann hast du endlich Wasser mit Geschmack. Air-Up. Oh nein, ich habe aus Versehen Air-Down getrunken. Was passiert mit mir? Warum habe ich eine Wasser in der Hand? Warum bin ich in diesem fremden Haus? Warum schmeckt mein Wasser gerade nicht nach Pfirsich? Bitte helfen Sie mir. Mit Air-Up kannst du dein langweiliges Wasser upgraden. Rage Shadow Legends. Air-Up. Wir berichten live aus Japan und Air-Up hat bereits eine ganze Stadt zerstört, während die langweiligen Softdrinks immer noch nur in der Wüste liegen. Hallo. Es ist ein absoluter Fiebertraum. So, spreche ich dann mit der Cola? Du Hurensohn. Hey, bleiben Sie stehen. Sie schmecken bestimmt sehr langweilig. Können Sie bitte das hier anziehen? Wow, jetzt schmeckst du nach Apfel. Dankeschön, Air-Up. Was sagen die Bewertungen? Ich habe durch Air-Up so viel getrunken. Ich kann jetzt Wasser bändigen. Was wow, Thomas ist da? So cool. Erfüllt euch eure Träume mit der speziellen Air-Up-Flasche. Und gebt mir mehr Geld. Geld. Geht mir auf den Link in der Videobeschreibung durch. Dann habt ihr außerdem einen riesigen Explosion. Verleiht eurem Geschmack jetzt Wasser. Ich habe eure IP-Adresse. Werbung Ende. Ich muss erstmal klarkommen. Ich muss erstmal aus meiner Air-Up-Flasche trinken. Scheiße, da ist nichts mehr drin. Wenn ich nicht die Air-Up schon besitzen würde, dann würde ich mir jetzt Air-Up kaufen. Und die Portal-Chain. Bereits am ersten Tag des 9-Euro-Tickets wurden 1 Million Tickets erworben. Die Server der Deutschen Bahn sind nonstop abgestürzt. Welche und schon Server? Um 8 Uhr morgens sitzt die erste Person auf einem Bierkasten am Bahnhof vor Sylt und besäuft sich. Doch was passiert eigentlich, wenn man Bahnfahren für ganz Deutschland einfacher zugänglicher macht? Richtig, die Leute fahren mehr Bahn. Die Deutsche Bahn war anscheinend ziemlich überrascht darüber, denn bereits am... Ja, das ist schon ziemlich überraschend, dass sie Züge dann einfach 10-mal so voll sind wie sonst. Oder? Vortag vom 9-Euro-Ticket verkündigten sie, dass die Bahn nicht auf die bevorstehenden Menschen... Ach, wirklich? Die waren darauf nicht vorbereitet? Klar. Wer hätte das ahnen können? Schmengt vorbereitet wäre und sie keinerlei Kapazitäten mehr übrig hätten. Ach echt? Die Bahn selber spricht von einer stabilen Lage deutschlandweit. Oh mein Gott. Genervt, frustriert, verspätet und immer noch nicht am Ziel. Also wenn ich das sehe, dann habe ich schon direkt keinen Bock. Das hat halt wirklich Tokio-Vibes. Überfüllte Bahnhöfe, überfüllte Züge, abgewiesene Passagiere. Stabilen Lage. Die Bahnhöfe waren auf einmal voller Leute mit 9-Euro-Ticket in der Tasche, die plötzlich irgendwo mit dem Zug hinreisen wollten. Dabei waren genervte Pendler und Arbeitende, die eh mit dem Zug fahren mussten. Rentnergruppen, die mit orangenen Warnwesten und ihrem super neuen X3S-Tracking-Bike mit 5 Flaschenhaltern. Boah, ich weiß noch, also ich bin ja auch mit meinem 9-Euro-Ticket gefahren, aber irgendwann ging es mir wirklich nicht gut. Und ich dachte mir, okay, da kommt gleich ein ICE. Fahre ich jetzt in Anführungsstrichen umsonst nach Köln? Zurück nach Hause oder und habe wirklich den größten Pain meines Lebens, weil es extrem voll ist? Oder zahle ich 14 Euro für diesen ICE? Und ich habe 14 Euro für den ICE gezahlt und das war der leerste ICE, in dem ich mich jemals befand. Und der war auch noch klimatisiert und boah. Sagt, was ihr wollt. Für mich persönlich hat sich an dem Tag, in diesem Moment, diese 14 Euro gelohnt. Spiegel plötzlich eine Fahrradtour quer durch Deutschland machen wollten. Personen, die mit ihren kiloschweren 5 Koffern, bewaffnet mit Chibo Survival-Ausrüstung und 13-mal Zug umsteigen, in den Urlaub fahren wollten. Nicht das ohne meine Steinsammlung! Die klassischen Ballermann-Touristen, die einfach nur zum Saufen dabei waren. Wie lange seid ihr denn schon? Der Typ, der nach 3 Sekunden sein MacBook Pro inklusive WLAN-Router und Spielkonsole auspackt. Look at this fucking bush! Was zum Fick? Oh, Macher. Der Passagier, der bereits eingeschlafen ist, bevor die Bahn überhaupt losgefahren ist. Und natürlich die Leute, die einfach nur mit dem Zug fuhren, weil man jetzt billiger mit dem Zug fahren konnte. Es kommt zu teils chaotischen Szenen. Viele Deutsche nutzen das lange Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub. Die Züge kamen teilweise so voll an, dass kein einziger Mensch mehr einsteigen konnte. Und die Bahngleise füllten sich mit Menschen. Guck mir das an. Also mich macht das einfach nur uncanny. Also ich glaube, ich hasse einfach... Vielleicht bin ich auch deswegen nicht so oft auf Konzerten. Also ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich unter extrem vielen Menschen bin. So, ich finde das irgendwie nicht geil. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiß alle raus und dann sollen sie mir alle am Arsch lecken. Züge waren teilweise sogar zu voll, um überhaupt weiterzufahren. Und Menschen fingen an den Bahnhöfen ihre Zelte aufzuschlagen, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben oder sich um Sitzplätze zu prügeln. So lange, bis die Polizei kommen musste, um die Leute entweder gewaltsam aus den Zügen zu entfernen oder den Mitfahrern deutsche Bahngutscheine anboten, wenn sie dafür aus dem Zug steigen würden, um Platz zu schaffen. Wenn nicht genug Leute freiwillig aussteigen, dann entscheidet die Polizei aussteigen. Eltern mussten ihre Kinder in einigen Fällen... Die Sache ist, diese Mitarbeiter von der Deutschen Bahn sind dann immer mega abgefuckt und machen diese abgefuckten...
diese bösen Ansagen. Aber ich denke mir so, was können denn die Leute dafür? Ihr habt das 9-Euro-Ticket beziehungsweise Gewerkschaften. Ich habe keine Ahnung, wer genau dahinter steckt. Es gibt das 9-Euro-Ticket und die Leute wollen mit dem Zug fahren. Mit dem 9-Euro-Ticket. Und ihr wart nicht darauf vorbereitet. Ja, wow. Ey, tut mir leid, Leute. Ich bin Deutsche Bahn-Hate-Account. Bällen oben auf die Gepäckablage legen. Berichte von zahlreichen Leuten, die bei der Hitze einfach umgekippt sind und das Bewusstsein verloren. Schlagzeilen von Frauen und Kindern, die sich in den Regionalzügen in die Hose machten, weil die Toiletten überfüllt waren. Ich habe all mein Geld verloren. Und die Leute, die im ICE saßen und sich alles von außen anschauen konnten, hatten währenddessen die Zeit ihres... Das war ich. Das war ich an dem Tag, von dem ich eben erzählt habe. Ich saß so da, mein Waggon war fast leer und ich guck so raus, sehe diese Menge an Zombies und denk mir so, oh, es waren 14 Euro, aber es hat sich gelohnt. Und konnten, hatten währenddessen die Zeit ihres Lebens. Wieso nehmt ihr nicht einfach eine Tasse beruhigenden Jasmin-Tees zu euch? Genauso hab ich mich Bilder gefühlt. Von zerstörten Zügen machten in Social Media die Runde. Doch keine Sorge, das waren nur mal wieder Fußball-Hooligans. Und ironischerweise haben viele Leute wieder angefangen, das Auto zu benutzen, weil die Züge so extrem voll waren. Und ich habe angefangen, den Führerschein zu machen. Wir haben den Klimawandel. Er denkt so, ihr Geringverdiener. Und je mehr Tage vergingen, desto angenehmer wurden auch die Zugfahrten. Leute haben von A bis Z wirklich alles mit in ihren Urlaub genommen, um sich das Leben irgendwie ja, leichter zu... Ja gut, das muss man fairerweise sagen. Es war nur am Anfang so übertrieben schlimm. Danach ging's langsam. Machen. Das war in Köln. Oh, scheiße. Es wurde mehrfach gegrillt im Zug. Und das Bier durfte natürlich auch nicht fehlen. Sausheide! Die verschiedensten Tiere. Was geht in den Köpfen solcher Menschen ab? Die verschiedensten Tiere sind im Zug mitgefahren. Also wirklich alle Tiere, die irgendwie noch Platz fanden. Und falls du den Zug nehmen wolltest, er sich aber verspätete, kann das natürlich am 9-Euro-Ticket liegen. Oder an der Frau, die sich dazu entschloss, einen Spaziergang auf den Gleisen zu machen, weil ihr Zug nicht kam und dafür sorgte, dass zwei Züge eine Vollbremsung machen mussten. Insgesamt 58 Züge kamen dadurch zu spät. Der Typ, der mit seinen Freunden... Warum gibt es solche Menschen? ...eine Pizza an den nächstliegenden Bahnhof bestellte und dadurch 15 Minuten lang die Tür blockierte, damit er eine Pizza im Zug essen kann. Wann Dr. Oetker Pizza an Bord bist du... Um solche Vorfälle zu vermeiden. Der Mann, der dachte... Also, die Sache ist, ich habe das Ganze schon so ein bisschen ausgeführt in meinem Video, wo ich gesagt habe, dass ich den Führerschein gemacht habe. Aber ich glaube, wenn man irgendwo in Potsdam lebt, dann geht das alles, dann ist das alles nicht so schlimm. Aber wenn du aus der Umgebung Köln-Düsseldorf kommst, die Züge haben ständig irgendwelche Verspätungen, immer irgendwelche Ausfälle, weil Personalmangel oder irgendwelche Streiks irgendwie. Letztens kam ein Zug nicht, weil es hieß, da sind Tiere auf den Gleisen, da sind Menschen am Spazieren auf den Gleisen, das immer ist irgendwas. Und wirklich, also NRW ist da ganz, ganz, ganz schlimm. Vor allem die Strecke zwischen Köln und Dortmund. Also das ist nicht mehr normal. Dass man mit dem 9-Euro-Ticket auch bei Güterzügen mitfahren kann und einfach so in einen Kohletransporter bis nach Magdeburg fuhr, nur um dann dort von der Polizei gefasst zu werden. Hey, TTIP ist TTIP. 12 Züge hatten dadurch eine Verspätung. Oder weil sich zwei Männer wegen eines Sitzplatzes geprügelt haben. Oder weil sich zwei Männer wegen eines verschütteten Kaffees geprügelt haben. Eine Flutwelle, die Ausgänge und Elektronik am Bahnhof lahmlegte. Irgendjemand seinen komplett fremden Zug bei Würzburg abstellte, bei dem kein Unternehmen wusste, wem er gehört. Klar, jemand hat wohl ausgesehen seinen eigenen tonnenschweren Güterzug abgestellt. Passiert doch mal. Heißt also, die Deutsche Bahn ist schon wirklich sehr schlecht. Doch manchmal sind doch einfach andere Menschen schuld. Und dann gibt es natürlich noch die Geschehnisse um Sylt herum. Moin Moin und herzlich willkommen auf dem Sylt-Shuttle. Nun, was ich vorher nicht erwähnt habe, ist, dass die Idee Sylt zu stürmen auch eine sehr große Popularität auf Reddit bekam. Und um zu verstehen, warum jede verrückte Geschichte erst beginnt, sobald Reddit davon hört, brauchen wir erstmal einen kleinen Crashkurs für Reddit Deutschland. Germans on Reddit every time they talk be like Sauerkraut, Autobahn, Currywurst, Blitzkrieg, Brezel. And it's fucking hilarious. In jedem deutschen Subreddit herrscht die ungeschriebene Regel, dass alles auf Deutsch formuliert werden muss. Shitposting wird Scheiße frustrieren genannt. Memes heißen Maymays. Okay, das ist echt funny. Hier gehen wir erneut. Und falls du mal wieder das Gym am Hitten bist.
Und dann hast du eigentlich nur das Gymnasium geschlagen. Natürlich gibt es da in deutscher Manier auch eine ganze tabellarisierte Legende für. Und so gibt es für fast alles einen Subreddit. r/Mauerstraßenwetten, falls man versucht auf schnellstmögliche Weise wieder sein Geld zu verlieren. Asymmetrisches Eierpattern bei GameStop, muss ich wohl weiterarbeiten gehen. Schade. r/IIL, um einfach nur Memes zu posten. Josef, wir müssen kochen. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt darüber, dass es so abschweift. Okay, Brudi Mongo, falls man einen etwas höheren Anspruch bei Memes hat. Dresden. Bum, bum, bum. Oder jegliche Subreddits für die verschiedensten Städte in Deutschland, die eigentlich nur dafür da sind, um sich über die eigene Stadt lustig zu machen. Hey Leute, was war in eurem Adventskalender drin? Und falls man aus Versehen mal doch auf Englisch schreibt, wird man sehr liebevoll mit einem Sprichdeutsch, du Hurensohn, darauf hingewiesen. Und sobald Deutschland auf Reddit nur für 0,3 Millisekunden in einem internationalen... Das war der echte Stolzmonat. Reddit zu sehen ist. Oder man sich auf Reddit mal wieder über die deutsche Sprache lustig macht. Haha, ihr nennt das wirklich Mutter. Oh mein Gott. Ist die Kommentarsektion in Höchstgeschwindigkeit Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Und alle englischen Kommentare bei YouTube-Kommentaren werden sofort runtergerotet oder bestückt mit einem... Sprich Deutsch, du und so. Selbes wird doch gerne in den Kommentarbereichen auf YouTube gemacht oder wenn man bei r/plays als Streamer ja, auf die... Ja, das stimmt. Und ich finde das auch faszinierend. Aber was hat das mit dem 9-Euro-Ticket zu tun? Glorreiche Idee kommt, sich mit den Deutschen anzulegen. What is this? Sprich Deutsch? Germany, I was not... Listen, I did not want to... Sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, sprich Deutsch, du Hurensohn. Oder hier der wahre eine etwas ältere Geschichte, die das Verhalten der deutschen Reddit-User sehr gut verdeutlicht. Am 5. August 2019 postete ein holländischer User ein deutsche versportendes und auf holländisch geschriebenes Meme in Deutschlands größten Meme-Subreddit IIL. Sorry, ich verstehe kein Frikadellenbrötchen. Die Deutschen waren empört darüber und wehrten sich daraufhin in typischer Manier mit ein Dutzend deutschen Memes im holländischen Meme-Subreddit IIHE. Jo, was zum Fick? Der Holländer namens Kilt Mufasa... Also ich finde, Kriege sollte man auf Reddit führen, nicht der Mächten leben. ...postete im Anschluss darauf dann ein Meme, das zeigte, dass die durchschnittliche Penisgröße in den Niederlanden um 1,39 cm größer ist als die der Deutschen. Lol, hier sind meine 3 cm, also weniger schlimm als dort. Und der deutsche Redditor D. Dominik war nach diesem Meme sehr wütend. Warum auch immer. Und postete eine Kriegserklärung an die Holländer im deutschen Subreddit und kündigte die Operation Blitzkrieg an, bei der das ganze holländische Subreddit mit Scheißepfosten geflutet werden sollte. Daraufhin gab es einen riesigen Hagel an Memes auf die gegnerische... Davon habe ich wirklich gar nichts mitbekommen. Dieses Bild hier unten links... Ich bin Kommunist, White Titty. Und dieses Bild von Ape Crime, okay, das ist actually funny. Memes auf die gegnerische Community. Was in der Schnitzelfuck ist hier an der Hand? Bis der Holländer namens Chad van der Kok ein Meme hochlud, wo beide Subreddits gemeinsam auf das englische Subreddit namens Me in Real Life schossen. Oh shit. Und dieses Meme war ein Friedensangebot. Und darauf folgte dann die offizielle Friedenserklärung zwischen den Niederlanden und Deutschland, um zusammen einen ganz neuen Gegner anzugreifen. Habt ihr Bedalo-Memes? Und so warteten beide Parteien, bis die Amerikaner ins Bett gingen, um über Nacht eine der größten Subreddits der Welt gemeinsam... Das ist... Es hat gar nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun, aber das ist echt eine coole Aktion und irgendwie... Ich finde es schade, dass ich das nicht mitbekommen habe, aber ich finde es umso schöner, dass ich Jules gucke, damit ich sowas mitbekomme. ...dann mit fremdsprachigen Memes zu befeuern. Es war wieder Zeit, Krieg zu führen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Niederländer sterbe. Ich verstand, er ging Bank, wann ult Boykni. Ich habe kein Wort verstanden. Das kenne ich mit K-Pop. Und am nächsten Morgen wachten die Amis auf und das ganze Subreddit sprach plötzlich zwei komplett andere Sprachen. Die Leute sahen etwa das Äquivalent zur Minecraft-Enchantment-Sprache, hatten plötzlich extreme Angst vor dem mysteriösen Buchstaben Ö. 28 Tage bezahlter Urlaub. Das metrische System. Celsius. Everything seems to be in Dutch or German. What the fuck is happening? Ja, also Amerika ist aber auch ein bisschen lost. Was für Miles, Alter. Was für Miles. Ja. Kilometer. Miles. Ja, so 10 Meilen entfernt von hier. Digga, halt dein dummes Maul mit deinen 10 Meilen. So, oder dieses, also das, was mich wirklich am meisten aufregt und was für mich gar keinen Sinn macht, also das ergibt wirklich, da kann mir keiner sagen, dass es in irgendeiner Form Sinn macht, ist Feed. Ja, ich bin 5,9. Nein, du bist ein Hurensohn.
Deutsche und Niederländer, wie sie ihre eigenen Memes hochvoten. Das ist unsere Bundeskanzlerin. Das ist er heute. Fühlt ihr euch schon alt? Ich, wie ich alles hochvote, obwohl ich kein einziges Wort verstehe. I'm doing my part. Nederland zu Pannenkuchen. Ja, oder Gallons. Was für Gallons? Keiner braucht das. Guten Morgen. Konnten den Subreddit für gefühlte 2 Wochen nicht mehr benutzen, weil alles Englischsprachige runtergevotet wurde. Oder auf jegliche Versuche ein Sprichdeutsch, du Hurensohn, folgte. Oh mein Gott, er wurde ermordet. Und das polnische Subreddit hatte aufgrund der deutschen Invasion plötzlich ganz schön Angst um sein Leben. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum. Oh nein, die Schnitzel kommen. Fahrenheit. Wir nehmen Yards, okay? Oh Gott, hört bitte auf. Und dann gibt es noch den Mittwochsfrosch, der ursprünglich eigentlich aus dem Amerikanischen kommt. It is Wednesday, my dudes. Und durch den User I Fuck Your Mama vor 6 Jahren ins Deutsche geholt wurde, nachdem er eine Oktoberfest-Version von dem Breitmaulfrosch postete. Und der übrigens wirklich wurde das nicht sehr fast Jugendwort? Geräusche von sich geben kann. Übrigens, geiles Wort, dieser Satz. Was geht ab, Sonny? Dankeschön. Und ab da war der Frosch offizielles deutsches Staatseigentum. Mittwoch. Seit Jahren läutet der User Small Lebowski den Mittwoch mit einem neu gezeichneten Bild von den Fröschen. Ich muss sagen, ich will Amerika nicht shit-talken, aber ich war damals voll der Fan von Amerika. Ich dachte mir immer so, boah, Los Angeles, Kalifornien, ich muss da unbedingt hin. Las Vegas, New York und so. Natürlich, Amerika hat echt schöne Ecken. Und hier und da kann das eine echt schöne Kultur haben, aber ich muss sagen, seit ein paar Jahren, weiß nicht, irgendwie, ich feiere Amerika gar nicht mehr, also wirklich gar nicht. Und mich nervt es immer auch so ein bisschen, dass die meisten Trends oder die meisten Rhetoriken von Amerika so hier rüberschwappen. So. Es gibt so viele Diskussionen, die in Deutschland geführt werden. Ich glaube, wenn es Amerika nicht gäbe, man würde diese Diskussionen einfach in Deutschland nicht führen. Mit passendem Bezug zum deutschen Zeitgeschehen. Mal mit Anspielungen auf Spiele oder Serien. Hey, ihr da. Es ist endlich Mittwoch. Und manchmal ist es einfach nur Kunst. Und das jedes Mal mit der Aufschrift, es ist Mittwoch, meine Kerle. Und dann gibt es noch die nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg-Sticker? Von Standorten wie den 7 Weltwundern bis zu den höchsten Bergen der Welt, einer beliebten Netflix-Serie oder in die Fotos von Influencern, die anscheinend relativ bekannt sind. Nett hier. Kein Plan, wer das ist. Nett hier, aber waren sie schon mal am Esslinger Bahnhof? Hey Sauron, warst du eigentlich mal in Baden-Württemberg? Wir sehen also, Reddit Deutschland bietet den absolut perfekten Nährboden. Reddit Deutschland ist strong. Hey, Leute, lasst uns alle Sylt mit dem 9-Euro-Ticket stürmen. Erst machte die Idee die Runde im deutschen Meme-Subreddit. Dann wurde der Subreddit Sylt51 erstellt, wo taktische Pläne und Karten sehr aufwendig mit Windows Paint erstellt worden sind. Also wir haben einmal im Norden von Sylt die sehr populäre Reggae-Bucht. Etwas weiter südlich gibt es dann Brüllen ohne Noten, um Leute zu verärgern. Und dann kommt hartes... Aber ich frage mich, wie es tatsächlich am Ende war. Also ich kann mich erinnern, dass tatsächlich Leute da hingefahren sind, Bier getrunken haben und... Ich weiß aber nicht, ob das so viele waren, actually. Metall und ich bin mir sicher, da soll einfach nur schweres Eisen rumliegen. Und natürlich im Osten das errichtete Lager für Nachschub. Und die Pedalo-Fahrer fahren auf den Zügen über den Hindenburgdamm im Osten. Und die 5-0er Dosenbierlieferung über das Schiff kommt vom Norden. In deutscher Manier wurde auch in Höchstgeschwindigkeit der Ort ermittelt, der die kürzeste Distanz zu den 3 Grundbedürfnissen Aldi, Burger King und Toilette gewährleistet. Natürlich gab es auch einen passenden Nettier-Sticker zu Sylt. Immerhin muss man ja auch Spuren hinterlassen. Aber eine Frage bleibt noch offen. Warum eigentlich Sylt? Nun, Sylt ist eine kleine, aber feine Insel und liegt im Norden von Deutschland, deutlich abgeschottet von dem Rest der Bevölkerung und ist somit nur mit dem Zug über den wunderschönen Hindenburgdamm zu erreichen. Verpiss dich, Möwe! Und falls du zufällig einen Privatjet rumliegen hast. Doch im allgemeinen Sprachgebrauch ist Sylt bekannt dafür, die Insel der prominenten, schönen und reichen Menschen zu... Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Kult. Ach du Scheiße, ist das ein Kult? ...schönen und reichen Menschen zu sein. Ein beliebter Spaß bei Touristen ist hier das Porsche-Zählen. Wohlhabende kaufen sich für riesige Summen ihre Häuser dort, spielen Poloturniere mit anderen Reichen oder Politiker, die sich mit Bundeswehr-Hubschraubern dorthin manövrieren lassen, um einfach nur ein bisschen... Ich weiß nicht, ich glaube, selbst wenn ich Milliardär wäre, ich könnte mich niemals mit diesen typischen Bonzen identifizieren. Keine Ahnung, dieses ganze Getue, ich fand das schon immer peinlich.
einen Urlaub am Strand zu machen. Die teuersten Autos werden dort gefahren. Und falls du nicht mindestens 4 Uhren an deinem Handgelenk trägst, müssen wir dich leider mit Geldschein bewerfen. Ja, ich lasse mein Kapital für mich arbeiten. Man kann also gut nachvollziehen, warum ausgerechnet Sylt als Ziel gewählt wurde. Und so wie Pokémon-Göttin hat geschrieben, das Geld zeigt nur den Charakter eines Besitzers, nicht umgekehrt. Das ist wirklich so. Also viele denken, dass Geld verändert, aber ich glaube, am Ende des Tages zeigt es lediglich das wahre Gesicht. Wie es kommen sollte, kehrten am ersten Tag des 9-Euro-Tickets bereits am frühen Morgen die ersten Leute... Freunde, nach einer halben Stunde geht es wieder um das 9-Euro-Ticket. Natürlich war es absolut wichtig, das hier nochmal zu erklären und ein bisschen abzuschweifen. Sylt ein. Und zwar Punks. Eine Gruppe von Asozialen und Pöblern, die einfach nur da waren, um Chaos zu stiften und sich vor den Gesichtern der Reichen zu betrinken. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass viele einfach keine Punks sind und sich extra so angezogen haben, was Clubkiller diese Dankeschön, um die Reichen abzufacken. Punks erobern die Insel der Besserverdienenden. Wenn es zum Atomkrieg kommt, dann kommt's von der japanischen Seite. Du bist mit einem 9-Euro-Ticket hier. Jawohl. Die Reichen abfacken, ein bisschen hier saufen, aber keinen Stress machen. Nein, ihr Fotzen! Wollt ihr schon gelacht, oder was? Kim Jong-un, Kim Jong-un! Ach du Scheiße. Ich kann mich an den Hinweg nicht mehr erinnern. Ich habe noch kein Meer gesehen. Hallo! Wir sind angekommen auf Sylt! Da mal mit einem Magneten durch die Menge laufen. Die anliegenden Restaurants und Läden verloren durch das plötzlich komplett... Warte mal, was stand da? What the fuck? Die Mauer muss weg. Plötzlich komplett andere Klientel, sofort an Besuchern und Sylter fing an für die... Warte mal, was stand da? Die Punks machen mir das Geschäft kaputt. Ja, wenn du das sagst, dann werden die garantiert aufhören. Sofort an Besuchern und Sylter fing an für die nächsten Tage die komplette Gegend, die zufällig auch genau das Stadtzentrum war, zu meiden. Gucken Sie sich den Kaufmann mal an. Wer geht denn da jetzt noch rein? Bei diesen Geringverdienern? Damit kann ich mich doch gar nicht mehr identifizieren hier. Punks haben sogar vor dem 9-Euro-Ticket Bier zu den naheliegenden Amazon-Lockern auf die Insel bestellt, damit sie es nicht im Zug transportieren muss. Gepinkelt wurde in den Brunnen und um Geld wurde halt eben gebettelt. Innerhalb von 2 Tagen waren knapp 600 Euro. Und natürlich kam auch die andere Masse an angekündigten Menschen in Sylt an, die einfach nur Lust hatte zu feiern. Sylt, willkommen, Sylt, willkommen! Trinkspiele auf der Promenade. Wo sonst Familien? Aber das ist schon ziemlich witzig. Festland zu wollen, dann kann es natürlich ein bisschen chaotisch werden hier. Je später der Abend, umso ausgelassener die Stimmung. Und ich bin Was geht ab, Großkult? Dankeschön. Und ich bin auch 18 Jahre alt. Ich bin auch hier auf Sylt. Wir machen Malle jetzt auf Sylt. Wozu nach Malle fliegen, wenn du Sylt haben kannst? Mit dem 9-Euro-Ticket. Als auf die Idee gekommen, nach Sylt zu fahren, wenn Sylt nicht so geschrien hätte, wir wollen euch hier nicht haben. Wo seid ihr, Idioten? Die Anwohner von Sylt waren nicht glücklich über die neu dazugekommenen Besucher. Ja, ich find's eigentlich schon katastrophal. Neue Scheißwichser! Oha, guck mal, er passt sich den Asozialen an. Er hat das W-Wort gesagt, ja? Was passiert denn als nächstes? 2 Tage später sieht er auch aus wie ein Punk. Wow, erster Start. Erstarrt ist der reiche Sylter sein Eis. Die hängen hier rum auf Staatskosten und machen nur noch Schaden. King, das ist ein Giga-Chat. Tausende Menschen. Ist for real? Also die Leute, die dort leben und dann einfach Fotos mit denen machen, so, das ist doch voll sympathisch. Das erinnert mich so ein bisschen an Wacken. Geschlafen wurde in Zelten oder Schlafsäcken auf den Dünen oder einfach bei warmem Wetter am Strand. Man buddelte Löcher am Sand, um seine Dominanz zu zeigen und neben einem Gruppenbild mit allen Beteiligten, die da waren und vielen unterschriebenen Schildern. Wild. Als Erinnerung an die gute Zeit hisste man eine Plastiktüte, um allen Reichen zu zeigen, dass Sylt endgültig von dem niedrigeren Volk erobert wurde. Und als Friedenserklärung zwischen den Punks und den Redditern wurde sich in guter Manier in das pinke Prinzessinnen-Freundebuch eingetragen. Mein Wunsch für die wäre witziger gewesen, wenn's Diddle wäre. Zukunft ist Anarchie. Kiffen, 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 kiffen. Mein Lieblingsschulfach. Phineas und Ferb. Mom! Mein Foto, meine Unterschrift, meine Hobbys sind saufen, saufen, am Kindergarten chillen, saufen. Und nach einiger Zeit ist die meiste Masse an Menschen wieder weggefahren. Doch es gab noch ein Problem. Die Punks hatten vor, zu bleiben. Immerhin waren sie die einzigen, die nicht zurückfahren mussten, um wieder arbeiten zu gehen. Stimmt. Ist das auf Sylt?
Und da sie keinen Platz zum Schlafen hatten, wurde erstmals auf der Straße übernachtet, bis die örtliche katholische Kirche den Punks anbot, auf der Wiese vor dem Gotteshaus zu schlafen, mit der Bedingung, dass die Punks jeden Morgen aufs Neue beim örtlichen Gottesdienst antraten. Das ist so witzig. Und heute sind sie Teil dieser Kirche. Wir haben uns alle heute hier versammelt, um über unseren Lord und Retter Jesus Christus zu sprechen. Das ist so witzig. Was? Wir müssen doch in einer Simulation leben. Das kann doch nicht sein. Und so wurde am naheliegenden Park ein Camp errichtet, in dem die Punks die nächsten Monate die Insel aufwerten sollten. Aufkommende Meinungsverschiedenheiten werden schnell nonverbal geklärt. Heute liegen da die Punks. Es ist schmutzig, es ist dreckig, es ist nicht sauber. Doch eigentlich wurde nur den ganzen Tag rumgegammelt und Musik gehört. Ein Punker hat sich aus Versehen mit Desinfektionsspray besprüht und dann selbst angezündet. Ah, es ist der Teufel! Und die Leute vom Camp bekamen sogar Besuch. Ein Politiker fuhr mit Polohemd zum Camp und führte mit den Diskussionen oder machte den Punkern einen Job. Hä, das ist ja voll witzig. Einfach so eine Talkshow. Oder machte den Punkern einen Jobangebote, was jedoch eine sehr geringe Resonanz bekam. Oder ja, Gregor Gysi, der eine große Debatte anzettelte und versuchte, die Bewohner von Sylt und die Punks auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Nichtsdestotrotz gab es über die nächsten Wochen insgesamt 450 gemeldete Ruhestörungen, wodurch der Initiator vom Camp dann später 10.000 Euro blechen musste. Und nach einiger Zeit wurde das Camp dann von der Polizei geräumt. Die Punks hatten jedoch angekündigt, wiederzukommen. Und um das zu verhindern, baut die Gemeinde Sylt über die nächsten Monate eine riesige Kunstinstallation mit Wikinger-Schiffen, Statuen. Als ob. Einfach nur, damit die da nicht campen, oder was? Und gigantischen Blauwalen, die in der Nacht Wellengeräusche und Walgesang von... Aber der ist doch eigentlich... Ach so, die Geräusche machen ja. Ich glaube, das ist den Punks egal. Wikinger-Schiffen, Statuen und gigantischen Blauwalen, die in der Nacht Wellengeräusche und Walgesang von sich geben sollen. Quasi gemeint als defensive... Aber das ist jetzt keine Ruhestörung, oder was? Hä? Architektur, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Was dasselbe wird übrigens auch am Hamburger Bahnhof mit klassischer Musik gemacht, um Junkies und Drogensüchtige abzuschrecken. Ah, okay, okay, so dann spritze ich mir halt kein Heroin. Und somit, ja, genau, so funktioniert das. Ging auch langsam das 9-Euro-Ticket zu Ende und der deutsche Nahverkehr kehrte wieder mit den gewohnten 15 Minuten anstatt 40 Minuten Verspätung zur Normalität zurück. Deutsche Fahrscheinkontrolleure standen wieder um pünktlich 0.01 Uhr mit dem Kiezblock in den Zügen und von ca. 83 Millionen Einwohnern in Deutschland haben ungefähr 50 Millionen... Das war so krass, als dieses 9-Euro-Ticket einfach, als das nicht mehr gab, als es da alles vorbei war. Aber ja, manchmal, man geht so in den Zug rein und dann ist da einfach ein freier Sitzplatz. Crazy. Das 9-Euro-Ticket benutzt. Der Klimaaspekt war jetzt nicht so groß, dass in der Stadt wieder Dschungelpflanzen anfingen zu wachsen. Jedoch wurde durch das Experiment ein Stein ins Rollen gebracht, der Monate später in dem heute existierenden 49-Euro-Ticket oder auch Deutschland-Ticket... Wer von euch hat das 49-Euro-Ticket? ...sollte. Und somit geht die Zeit des 9-Euro-Tickets als wichtiger Bestandteil in die deutsche Internetgeschichte ein. Eine Geschichte, die zeigt, was eine einzige Schlagzeile so bewirken kann. Das stimmt. Welcher Mensch auf der Erde hätte wohl gedacht, dass mehr Leute Bahn fahren, sobald man das Bahnfahren billiger macht? Verrückt, oder? Das war ein sehr geiles Video. Krass, also das wäre das zufällig, also ich hab nicht geplant gehabt, das Video anzugucken, aber als ich nicht geplant habe, das Video anzugucken, war das Video ja auch noch nicht draußen, ne? Es kam literally vor 2 Minuten raus, als ich angefangen habe, das zu gucken. Ah, jetzt fuck ich ob, das ist so witzig.